Guten Tag, hier ist der Gusur. Ja, ihr habt mich jetzt live erwischt. Ich muss mich beeilen. Und zwar, ich will den angreifen, auch wenn der Entfernung hat. Aber ich will den einfach. Ja, ich hoffe, ich krieg den geknackt, sage ich mal. Ich will den Loot mitnehmen, echt. Also ganz ehrlich, bei dem, bei der Menge an Loot will ich halt echt ihm eine überplätten. Ich hoffe, dass ich das halbwegs auf der Reihe kriege. Mal gucken was. Die Schweinchen hier sagen, ja, okay, hier geht der Inferno los. Ich hoffe mal, die Queen hält sich dann ein bisschen bedeckt, dass sie nicht zu dicht rangeht. Noch geht's, Alter, ich hätte schon gedacht. Ja, das machen wir natürlich dann hier. Zack, die gegnerische Queen ist down. Ja, genau. Ja, und jetzt gehe schön außen rum, genau. Also wie gesagt, ich habe keinerlei äh ja, Ahnung, ob das was wird. Ja, sehr gut, der der der, der Luftfeger pustet das Ding schön weg, richtig gut. Ich habe auch nur noch einen Rage. Ist natürlich auch so eine Sache hier. Ja, der könnte mir gleich richtig richtig kaputt gehen hier. Ich hoffe es mal nicht logischerweise. Bleibt immer schön im Rage, weil es ist nicht mehr viel da. Alter einfach mal einen Freeze drauf geballert. mal gucken. Jetzt halt möglichst viel Heiler halt spam, ganz klar. Ich hätte noch einen Freeze. Mal gucken. Ja, den werden wir auch brauchen. Ich will so weit kommen wie möglich. Wenn ich es halt nicht schaffe, dann schaffe ich es halt nicht, dann ist das so. An habe ich es wenigstens mal probiert und hoffentlich auch gut Loot kassiert. Ist wirklich tricky. Also, aber hier ist nicht mehr so viel Einzelschaden. Ich hoffe. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das wird was. Ich meine, wie gesagt, Spells kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ich kann die Mauerbrecher noch verwenden, um halt wirklich abzulenken. Möchtest du rein? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie unbedingt rein will, aber gut. Dann geh mal rein. Ob das sinnvoll ist, ist jetzt die nächste Frage. Aber wir sind bei, also es könnte klappen. Richtig, richtig spannend. Mir geht gerade richtig die Düse, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, das waren 600k. Und es ist ja alles schön und gut mit, äh, mit Höher gehen, mit Pokalen und sowas. Aber ganz ehrlich, 600k Gold, das ist dann schon eine Sache. Mmh ich glaube, das wird eine ganz knappe Kiste und ich werde es nicht schaffen. Von, ja, von Prozenten halt her. Denke ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Queen nicht mal down geht. Moritz ruft gerade an. Warte, ich bin gerade in einem Angriff. Ich glaube, ich verkake es. Warte, kleinen Moment. Ja, ich höre dich. Warte. Alter, wird das knapp. Ich kann jetzt nicht mal. Ne, ja, nee, nee, ich schaffe es von Prozenten her leider nicht. Alter, ich, ich hab's zwar verkackt, aber ich, ich wollte halt den Loot mitnehmen. Ich hab. Oh, scheiße. Alter, hier, warte, ich mach Bildschirmübertragung kurz an. Ich hab zwar minus 22, aber ganz ehrlich, ich wollte den Loot mitnehmen. So, da bin ich wieder. Ja, die Siax war gerade am Start. Ja, und. Hm. Ja. F Verkackt, leider. Die Sache ist die, ich habe halt wirklich, bevor ich das Video halt angefangen habe, kurz bevor habe ich ja sogar noch ein bisschen gequatscht. Das heißt also, die Zeit hätte sogar noch gereicht und die Queen hätte ja überlebt. Was heißt är ärgerlich, ja, ich bin halt das Risiko eingegangen, also es hätte ja sogar fast noch gereicht und äh, wäre natürlich geil gewesen, ist jetzt nur nicht, aber dafür kann ich mir halt wieder eine Mauer gönnen. Und ganz ehrlich, ähm. Nach oben gehen kriege ich ja immer weiter hin, so ist das ja nicht das Thema, aber ganz ehrlich, bei, ja, irgendwie, wie viel war es jetzt? Bei, ja, 500k, da kann man auch gerne mal sagen, gut, okay, komm, das passt. Klar, ich meine, wenn ich überlege, alleine 400k, ah, scheiße. Ja. Ich hätte. <laughs> ah, ist immer so für und wieder. So ist es halt. Man lässt sich ein bisschen hinreißen. Aber so, so geht es mir halt eben auch. Also, so, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier äh, immer sage: Oh ja, hier läuft ja alles easy peasy. Aber dann habt ihr mal eine Folge gesehen, in der ich schwach geworden bin. Ja, und ich musste einfach mal die Pokis gegen Loot tauschen und habe einfach meinen Loot mitgenommen. Und habe jetzt einfach mal wieder eine Mauer mehr auf 10. Apropos Mauer auf 10, gucken wir mal kurz rein. Alle löschen. 160 Mauern und nur noch 90 Mauern auf Level 9. Das war eine kleine, eine, wirklich eine ganz kleine Folge von mir. Aber ja, wie gesagt, da seht ihr mal, auch der Gusor wird mal schwach. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nicht doch was... Also ich, weil ich dachte mir echt, 500k im Goldbereich, die musst du doch einfach mal mitnehmen. Aber ja, 49%. Prozent. Ah, wenn man das dann halt sieht, dann denkt man sich, ah scheiße, warum hast du nicht noch ein bisschen was mehr gerissen oder nicht doch noch eine Truppe mitgenommen. Aber wie gesagt, also so auch mit den Schweinchen und sowas. Das finde ich mittlerweile ist echt schon gut, dass das läuft echt gut. Also ich muss die halt noch ein bisschen besser einteilen auf jeden Fall. Aber ansonsten ist das echt ganz gut, dass man eben wirklich noch mal von zwei verschiedenen Seiten halt angreifen kann. Da noch mal sagen kann, gut, okay, jetzt kill ich da halt noch mal ein bisschen was an, ähm, an Truppen vom Gegner auf jeden Fall. Ich, ich werde mal noch mal Jeweils nochmal drei Minions mitnehmen, weil effektiv andere Truppen brauche ich nicht wirklich. Passt. Ah, das war. Eine knappe Kiste. Damit möchte ich euch aber erstmal entlassen. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.